Ein medizinisches Rätsel beschäftigt nun Dr. Urs Heinemann. Eine junge Frau hat Verbrennungen erlitten. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Was haben wir hier gemacht? Die hat eine Verbrennungsverletzung. Mhm. 2a hat sie sich bei einer Fritteuse zugezogen. Mhm. Klagt aber auch zusätzlich noch so ein bisschen über Bauchschmerzen. Mhm. Das war aber jetzt so Nebensache erstmal. Sind leicht. Ich bin dann wieder draußen, ne? Bis gleich, danke. Birgit, machst du mal? Das ist die Frau Appelt, Lotte. Ja, ja, verband mal auf, dass ich mal angucken kann. Ja. Die haben unten das jetzt einfach nur zugebunden, ja? Gut, wir gucken mal richtig jetzt. Wie ist das passiert? Ja, ich habe bei meinen Eltern gearbeitet in der Imbissbude und habe mir mit Fritteusenfett die Finger. Oje, oje. Der Thomas hat uns eine 18-jährige Patientin hochgebracht, die Lotte. Und als er uns die Patientin übergeben hat für unser Behandlungszimmer, wussten wir erstmal nur, dass sie Verbrennung hatte, zweiten Grades an den Händen und dass sie über Bauchschmerzen geklagt hat. Ja, das hat ein bisschen geklebt. So. Gut, dann müssen wir das gleich verbinden mit der Salbe. Ja. Und mit nicht klebendem Verbandmaterial. Kommen Sie, die Mutter rein. Kann mit reinkommen. Ja. Lotte, Kind. Hallo, Frau Appelt. Ja. Hallo. Tag. Was ist denn passiert? Geht's Ihnen gut? Ja, mir ist ein bisschen schlecht, weil ich bin aufgeregt und Sie sind super blass, ne? Ja, weil das ist das ist meine Tochter und ich ist meine einzige Tochter. Ja. Und alles gut, ich wollte alles hören, ob alles gut ist. Wie gesagt, die Verbrennung ist nicht so schlimm, das heilt problemlos ab. Ich finde es auch gut. Du sagtest, dass du auch Bauchschmerzen hast. Hast du schon alles rausgelegt? Ja. Also, gut, warte. Wir kennen uns doch, ne? Du bist doch vor einiger Zeit, so 3-4 Wochen, im Blinddarm hier gewesen. Ne? Gut, da muss ich auf alle Fälle am Bauch nochmal gucken. Das ist wirklich nichts. Nein, da muss ich am Bauch nochmal gucken. Ich glaube, das kommt davon. Nee, das kommt davon nicht mehr. Das darf nicht mehr wehtun. Die Verbrennungen waren, wie sie zu uns kamen, ein- bis zweitgradig. Es war aber nicht so schlimm, sodass ich davon ausging, dass das ohne große Narben abheilte. Aber was eigentlich im Hintergrund stand, waren ja die Bauchschmerzen, die sie eigentlich heruntergespielt hat. Ich hatte den Eindruck, die sind schlimmer, als sie es zugibt. Und 3 bis 4 Wochen nach einer Blinddarmoperation, die ja bei ihr kurz vorher war, ist sowas immer auffällig. Okay, also da, wo ich jetzt operiert habe, da ist nichts. Du kannst ja gleich schon mal die andere Seite machen. Das war, wir haben jetzt nicht vorbereitet, deswegen ist relativ viel Luft im Bauch. Aber so kann ich also eigentlich nichts Besonderes sehen. Blut ist unten abgenommen worden. Blut ist, ist unten abgenommen worden. Gut, dann kriegen wir die Laborwerte. Also angesichts der Tatsache, dass du vor 3 Wochen hier operiert worden bist am Blinddarm, müssen wir dich erstmal hier behalten. Und wenn wir die Laborwerte haben, dann sagen wir dann Bescheid. Ich fahre dich noch mal wieder hoch ein bisschen, ist ein bisschen angenehmer. So. Sobald die Laborwerte haben, kann ich mehr sagen. Wenn die bleib besser über Nacht hier. Das ist wenn die, wenn die in Ordnung sind, die Laborwerte, dann ist gut. Wenn die Laborwerte in Ordnung sind, ist das gut. Wenn nicht, müssten wir weitersuchen. Ne? Lotte, ich guck mal, dass wir ein schönes Zimmer für dich finden. Hast du irgendwas Besonderes heute vor? Eine Seite ist schon mal fertig. Ja, ich wollte mit meinen Mädels raus. Mhm. Ich frag mal gerade nach dem Zimmer. Und ich möchte dann auf jeden Fall mein Ladekabel. Wenn du, also du bleibst über Nacht hier und ich fahre sofort los, hol das Ladekabel und etwas zum Anziehen. Was hältst du davon? Ja, okay, ja? Wenn es sein muss. Gut. Es war eigentlich ein Glück für Lotte, dass er sich die Finger verbrannt hatte an der Fritteuse. Denn sie ist auf diese Art und Weise zu uns gekommen und wie sich herausstellte, bestand für sie akute Lebensgefahr. Wie schlimm es um die 18-Jährige steht, zeigt sich bereits kurze Zeit später, als Schwester Birgit nach ihr sehen will. Ah, da sind Sie ja schon wieder. Hallo. Ja. Ich wollte mal hören, wie es der Lotte geht. Weil er so wichtig mit dem Telefon hier. Ja. So, das lege ich am besten mal hier hin. Das ist auch wichtig. Hat sich irgendwas verändert an dem Zustand? Nein, sie ist ins Badezimmer gegangen. Sie musste mal. Okay. Also, trotzdem, also ich habe das Gefühl schon, hat noch Bauchschmerzen. Dass irgendwas ist nicht in Ordnung. Hallo. Hi, Thomas. Birgit, braucht ihr vielleicht einen Rollstuhl oder? Nö. Oh, da ist was. Alles ist okay? Was passiert? Lotte? Hallo? Lotte? Ja? Alles gut. Lotte, das ist aber, das sieht nicht so ganz gut aus. Lotte! Ich bin in den Rollstuhl.
Die Schülerin kann sich vor Schmerzen kaum auf den Beinen halten, so dass Schwester Birgit umgehend den behandelnden Arzt alarmiert. Inzwischen liegt auch das Ergebnis der Blutuntersuchung vor. Die Entzündungswerte bereiten Anlass zu großer Sorge. Ja, das ist alles erhöht. 39,8. Aber das okay. Kann ja eigentlich gar nicht. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Da muss ich noch mit Ultraschall noch mal nachgucken. Mhm. Legst du mal da kurz hin? Ja, mal fragen. Okay. Das sind nicht nur ein bisschen Bauchschmerzen. So, Lotte, gleiche wie gerade. Also irgendwas ist einmal runter. Bauch wieder frei. Einmal Bauch frei machen. Jetzt haben wir so schön die Pflaster dahin geklebt. Gut. Und muss ich die jetzt leider wieder abmachen? Zwei Stunden her. Du nimmst bitte noch mal Blut ab. Mach ich. Lotte ist in ihrem Zimmer auf der Toilette zusammengebrochen, wie sie rausstellte, wegen der starken Bauchschmerzen. Mittlerweile hatte ich die Laborwerte und habe gesehen, dass die Entzündungsparameter deutlich erhöht waren. Es war ja auch jetzt eine gewisse Zeit vergangen, deswegen habe ich noch mal Blut untersuchen lassen, dringend, um zu sehen, ob die Entzündungsparameter weiter gestiegen sind oder wieder zurückgehen. Da tut's weh, ja? Mhm. Okay. Da ist auch eine Schwellung und das müssen wir abklären. Hier oben, Birgit, ich hab die Finger mit der Zeit. Oh ja. Das ist nicht in Ordnung. Das müssen wir auf alle Fälle abklären, was da los ist. Meinen Sie nicht, dass das normale Bauchschmerzen sind? Nein. Ich hatte zwei Ultraschalluntersuchungen gemacht und zwar die zweite nach dem Kollaps. Wahrscheinlich habe ich wegen der fehlenden Vorbereitung von der Patientin einfach diese Raumforderung nicht sehen können durch die Luftüberlagerung. Bei der zweiten Untersuchung habe ich es dann halt doch erkannt. Ob das jetzt mit der Operation zusammenhängt oder nicht, das müssen wir abklären. Du musst jetzt erst noch mal ein bisschen hier bleiben. Das Bett hast du ja. Wir nehmen jetzt noch mal Blut ab und davon hängt es jetzt ab, was wir machen, weitermachen. Wenn die Werte sich verschlechtern, dann müssen wir weiter gucken. Also hier ist irgendetwas nicht in Ordnung. Die erneuten Blutergebnisse haben dann gezeigt, dass die Entzündungszeichen weiter gestiegen sind. Und somit war für mich dringender Handlungsbedarf. Und deswegen muss hier dringend ein MRT gemacht werden, um zu gucken, was im Bauch los ist, was mich erwartet. Solange unklar ist, was für die dramatisch erhöhten Entzündungswerte im Blut verantwortlich ist, schwebt die Schülerin in akuter Lebensgefahr. So, also Ergebnis haben wir jetzt. Okay. Problem ist folgendes. Das erstens mal ist freie Flüssigkeit im Bauchraum. Das heißt, die Entzündung ist da. Ja. Außerdem ist eine Luftsichel da. Und ist auch ein Kotstein da. Also da ist irgendetwas nicht in Ordnung. Was bedeutet Luft dann? Also Flüssigkeit, Entzündung und Luft? Das heißt, dass irgendwo etwas nicht in Ordnung ist. Ich glaube schon, dass alles okay ist. Nein, das ist gar nicht alles in Ordnung. Alles okay. Das muss dringend. So siehst du gar nicht aus. Da muss ich dringend reingucken. Ja. Das heißt reingucken. Aufschneiden. Och, das ist jetzt nicht und reingucken. Doch. Das ist nicht Ihr Ernst. Das ist mein Ernst. Ich werde mich nicht operieren lassen. Nein, also. Warum? Nein, nichts. Also nein. Also einfach nein. Ich war vor 4 Wochen im Krankenhaus. Nein. Das ja, ich hier wieder oder ihr? Das doch machen, oder? Jetzt ja, müsst ihr hier liegen oder ich? Nein, das verstehe ich ja auch. Aber die müssen ja trotzdem reingucken. Das kann ja sonst was passieren. Es geht ist mir egal. Ich möchte nicht. Es geht um Folgendes. So, ich möchte, dass ich jetzt nach Hause gehe und nein. Fertig. Nein. Wenn du jetzt nach Hause gehst, hör mal zu. Erlebst den Abend nicht mehr. Wir müssen ganz dringend aufmachen und den Fehler, der da drin ist, je nachdem was, ich kann es noch nicht sagen was, müssen wir in Ordnung bringen. Ja. Hm? Als der Dr. Heinemann ihr den Befund des MRTs erzählt hat und sagte, wir müssen da reingucken, irgendwas ist da nicht in Ordnung und sie sich immer noch geweigert hat, hier zu bleiben, da haben wir alle gedacht, warum weigert die sich? Da ist ein akuter Befund und sie will nach Hause? Komisch. Ja. Ich wollte mit den Mädels raus und Tommy wollte auch kommen. Und der Schatzspatzel ist verliebt. Verstehst du das? Pass auf, mein Mäuschen, den siehst du da auch später. Aber das musst du dich erstmal behandeln lassen, gesund werden. Ja, aber und dann hast du doch deinen Tommy, wer das immer auch sein mag. Es wird ja alles wieder gut, aber jetzt musst du, dann musst du jetzt durch. Hier geht es jetzt bei dir wirklich um die Wurst. Ja? Ne? Mir war im Prinzip von vornherein klar, es geht kein Weg dran vorbei. Ich musste den Bauch aufmachen, um nachzusehen. Das Date muss warten, denn ohne OP würde sich der Zustand der 18-Jährigen weiter verschlechtern.
zumal es immer noch keine eindeutige Diagnose gibt. Wie geht's jetzt? Ich will nicht. Du willst nicht. Wie gesagt, es muss auf alle Fälle die Operation gemacht werden, weil sonst besteht absolute Lebensgefahr. Ne? Das würdest du wahrscheinlich dann nicht überstehen. Wir müssen einfach wissen, was los ist. Und deswegen ist die Operation einfach unabdingbar. Machen sich keine Sorgen, ja? Der Anästhesist wird gut auf Sie aufpassen. Ja, ne? Du kannst ihr schon mal 5 Milligramm... Tut das weh? Midazolam geben. Nein, das tut gar nicht weh. Du wirst einfach nur ein bisschen müde werden. Und die Unruhe lässt nach. Ne? Machen sich keine Sorgen. Ich gebe Ihnen jetzt ein bisschen was zur Beruhigung. Ne? Die Ärzte haben den Eingriff schon ganz oft gemacht. Und, ja. No. Und sind bei uns wirklich der Anästhesist wird gleich kommen und wird dir dann die Narkose machen, ne? So wie beim letzten Mal. Und dann kriegst du gar nichts mit. Und wenn du wieder wach wirst, dann ist alles vorbei. Und dann wissen wir, was los ist. Die Notoperation bringt etwas ans Licht, mit dem niemand gerechnet hätte. Denn was die Ärzte während des Eingriffs entdecken, ist eine absolute medizinische Ausnahme. Es geht ihr gut. Operation, alles bestens verlaufen. Da bin ich erleichtert. Was war's jetzt? Gut. Was ganz Besonderes. Die erste Operation war alles gut gelaufen, war nichts Besonderes gewesen. Nur durch die endoskopische Operation habe ich den ganzen Darm nicht übersehen. Ja. Und hab übersehen, dass sie einen zweiten Blinddarm hat. Nein, nicht im Ernst. Ja. Ach. Und der war jetzt entzündet. So was? Ganz, ganz selten. Oh, wer kriegt das? Krass. Unsere Lottchen. Ja. Sie ist was Besonderes. Ja, Glückwunsch, wa? Ne? Ja, super. Ich will jetzt hochgehen, mich wieder umziehen und bin bei Ihnen. Ja. Sie können schon mal ins Zimmer, Ihre Tochter kommt. Da kommen wir gleich wieder. Ne? Alles klar, danke schön. Gut, super. Also, wie gesagt, ist alles bestens gelaufen. Alles klar, dann ist ja schon mal. Alles gut. Alles klar, bedanke mich recht herzlich. Bitte. Danke. Früher, als wir noch normal operiert haben, also nicht endoskopisch, haben wir uns immer den ganzen Darm angesehen, fiel sowas auf. Heute bei der endoskopischen Untersuchung versuchen wir natürlich, auch den Darm uns anzugucken, aber durch in Falten und so weiter kann einfach sowas verschwinden, sodass man es nicht sieht. Die Entzündung des zweiten Blinddarms hätte tödlich enden können. Die Schülerin hatte großes Glück, dass die Ursache für ihre Schmerzen so schnell gefunden wurde. Also du bist was ganz Besonderes. Du hast einen zweiten Blinddarm gehabt. Kick mal ab, war nicht alle Tage, was? Der war versteckt, deswegen haben wir bei der ersten Operation, bei der endoskopischen Operation nicht gesehen. Das ist halt der Nachteil von dieser Methode. So hast du jetzt eine größere Narbe. Bleibt die? Die bleibt. Und ein bisschen größer ist es schon. Aber du wirst halt keinen Tanga mehr anziehen können. Oder aber die Narbe macht halt interessant. Nein. Aber auf alle Fälle hast du auf diese Art und Weise die kommende Nacht überlebt. Musst du gar nicht so verstecken, weil es zeigt, dass du was ganz Besonderes bist. Ja. Du hast eine Geschichte dazu. Ein Blinddarm ist ein Überbleibsel aus der Embryonalzeit. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ist ein kleiner Wurmfortsatz am Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm. Kann man problemlos darauf verzichten, kann sich aber leider ab und zu mal was drin festsetzen, sodass zu einer Entzündung kommt. Dass eine zweite Aussackung sich als Blinddarm ausbildet, ist extrem selten. Und brauchen tun wir es nicht, aber kommt dann leider ab und zu mal vor. Wäre die 18-Jährige nicht wegen der Verbrennungen in die Klinik gekommen, wäre der zweite entzündete Blinddarm womöglich zu spät entdeckt worden. Schon in wenigen Tagen kann sie die Klinik verlassen und ihr Date nachholen.